Liebe Rüsselsheimerinnen, liebe Rüsselsheimer, als Stadtverordnetenvorsteher möchte ich Sie gerne über einen interessanten Termin informieren. Am kommenden Donnerstag haben wir nämlich eine etwas ungewöhnliche Stadtverordnetenversammlung. Die werden wir ja auf Radio Rüsselsheim übertragen, aber du sagst interessante Stadtverordnetenversammlung. Um was geht's denn alles? Ist gespannt. Es geht wahrscheinlich um die Dezernentenwahl. Genau. Es geht eigentlich um zwei Sachen, die wichtig sind. Einmal, es geht um den Haushalt 2024. Das ist jetzt ein bisschen komisch, weil das Jahr schon fast zu Ende geht. Ja, wir sind so in den letzten Zügen. Aber es geht natürlich um die Dezernentenwahlen. Es werden zwei Dezernenten gewählt oder Dezernentinnen. In Rüsselsheim ist es so, wir haben drei hauptamtliche Dezernenten. Das ist der Oberbürgermeister, der wird direkt von den Rüsselsheimerinnen und Rüsselsheimern gewählt. Wir haben einen Bürgermeister und einen Stadtrat oder Stadträtin, Bürgermeisterin. Diese werden aber vom Stadtparlament gewählt. Dort sitzen 45 Stadtverordnete und die müssen diese zwei Ämter besetzen. Und das ist am kommenden Donnerstag vorgesehen. Da habe ich eine Frage. Das war ja eine Ausschreibung. Das heißt, es wurde ja diese Stellen werden gewählt, aber sozusagen offen ausgeschrieben bundesweit. Gibt es denn jetzt, ihr habt ja einen Wahlvorbereitungsausschuss eingerichtet, gibt es da Ergebnisse? Aber das wollen wir jetzt wissen. Gute Frage. Ich will natürlich nicht vorgreifen, aber was man sagen kann und darf ist, es gab einen Wahlvorbereitungsausschuss, der wurde deshalb gebildet, um diese Ausschreibung vorzubereiten, um die ganze Wahl vorzubereiten. Also den Text für die Ausschreibung zu formulieren und zu überlegen, wie man das Thema angeht, wen man da gerne hätte. Also formal hätte sich da jetzt jeder bewerben können aus ganz Deutschland, aber auch aus Rüsselsheim, aus dem Stadtparlament. Richtig, es dürfte sich jeder bewerben, aber natürlich ist das eine politische Funktion. Es kann sich jeder bewerben und man kann sich sogar noch am Donnerstag in der Sitzung kann man noch vorgeschlagen werden. Auch das ist noch möglich. Also jetzt mal vielleicht ohne Namen zu nennen, gibt es denn Bewerbungen aus der Stadtverordnetenversammlung? Also es sind ja drei Namen bekannt, öffentlich, die darf man da natürlich auch nennen, die gesagt haben, sie kandidieren. Das ist Herr Steffen Jobst, ich sag mal für die WSR. Das ist Dennis Grieser, der amtierende Bürgermeister. Und das ist Murat Karagaya, das ist der SPD-Fraktionsvorsitzende. Das ist öffentlich bekannt, dass sie um das Amt des Bürgermeisters sich bewerben. Also das sind jetzt die namentlich Bekannten. Und wir hatten ja eben kurz vom Wahlvorbereitungsausschuss, sind da denn auch Bewerbungen per Post eingegangen? Also da will ich nicht vorgreifen. Es gibt einen Bericht des Wahlvorbereitungsvorsitzenden. Er wird sozusagen erläutern, was der Wahlvorbereitungsausschuss getan hat und wie sich die Kandidatenlage darstellt. Dem will ich auch nicht vorgreifen, das werden wir dann auch am Donnerstag im Detail erfahren. Ja. Ja, das ist ja richtig, dass du sagst, es gibt einen Wahlvorbereitungsausschuss. Ich glaube, wer ist denn da der Vorsitzende? Das ist Stefan Bernhard, das ist der CDU-Stadtverordnete und auch CDU-Parteivorsitzende. Also vom Prozedere wird es dann so sein, der Tagesordnungspunkt wird aufgerufen und dann erfolgt dann der Bericht des Wahlvorbereitungsausschussvorsitzenden Stefan Bernhard. Ja, ich müsste euch einmal skizzieren. Also wir haben natürlich die üblichen Tagesordnungspunkte, sage ich mal. Und diese Tagesordnung wird eine besondere Struktur haben, diesem Ereignis geschuldet. Wir werden uns also zuerst der Wahl des Stadtrats widmen. Also diese Entscheidung soll getroffen werden. Dann steht die Wahl der Bürgermeisterin, des Bürgermeisters an. Und dann kommt die Diskussion über den Haushalt und ebenfalls die Abstimmung über den Haushalt. Also das sind die drei wichtigen Punkte neben den anderen Punkten, die wir immer haben. Ja. Jetzt nochmal zur Tagesordnung. Wir wollen ja auf Radio Rüsselsheim darüber berichten live. An welcher Position wird denn dieser Punkt, die Wahl des Dezernenten, der Dezernentin, des Bürgermeisters, der Bürgermeisterin stattfinden? Also ich habe jetzt die Nummer nicht im Kopf, aber sie wird ziemlich am Anfang sein. Zuerst die Wahl des Stadtrates. Und dann die Wahl des Bürgermeisters, der Bürgermeisterin. Und dann werden wir über den Haushalt diskutieren. Das sind diese drei Top-Punkte mal zu nennen. Und dann schließen sich die anderen üblichen Tagesordnungspunkte an. Jetzt kommt aber natürlich eine ganz spannende Sache. Normalerweise stimmt die Stadtverordnetenversammlung ja offen ab. Aber diese Wahl ist ja eine geheime Wahl. So ist das. Also man kann sagen, es gibt so eine Grundregel, Personalangelegenheiten werden eigentlich immer geheim gemacht. Alles andere
eigentlich öffentlich. So die Grundregel. Es gibt wie immer Ausnahmen und sowas, aber das ist die Grundregel. Und hier geht es ja um eine wichtige Personalentscheidung. Das heißt, da wird geheim gewählt. Das heißt, es muss ein Stimmzettel ausgefüllt werden. Und das ist auch ein bisschen tricky mit dieser Wahl. Es kann bis zu 3 Wahlgänge geben. Und bei Stimmengleichheit bei mehreren Kandidaten kann es sogar ein Losverfahren geben. Also das kann eine sehr spannende Angelegenheit sein. Jetzt nochmal zu der Stellenbeschreibung. Wir haben ja den Bürgermeister. Es geht ja erstmal so in der Vorstellung so, dass die Dezernate von den Ressortzuweisungen jetzt erstmal, was sich wahrscheinlich an dem jetzigen, also Bürgermeister ist für Kultur, Soziales und der Stadt oder der Bau oder der Stadtrat, der wird wahrscheinlich Bauen machen. Das wird aber dann, wenn das dann gewählt ist, die Kandidaten und die Positionen sind fest, dann hat aber der Oberbürgermeister immer noch ein Dezernatsverteilungsrecht. Also die Ausschreibung hat sich, sage ich mal, ganz grob orientiert an den derzeitigen Dezernatszuteilungen. Auch hier wieder ganz grob, der Bürgermeister ist im Wesentlichen für Kultur, Soziales zuständig, sag mal ein Beispiel. Der Bürgermeister ist für die Kitas zuständig, für die Schulen, ja, aber auch Gesundheitswesen. Und der Stadtrat, wir haben ihn ja auch Baustadtrat genannt, ja, ist ganz grob für Bauangelegenheiten zuständig. Also er baut die Kitas oder er kümmert sich um, dass die Kitas gebaut werden. Er baut, saniert die Schulen. Das sind ja so die Hauptthemen neben vielen kleineren Zuständigkeiten. Gut, aber du hast es richtig gesagt, der Oberbürgermeister hat das Dezernat. Verteilungsrecht, so heißt das. Und er kann jederzeit ohne Zustimmung des Parlaments diese Dezernatsverteilung ändern. Das Einzige, was er vielleicht beachten muss, das muss alles ein bisschen gleichmäßig verteilt sein. Ja, also es kann nicht sein, dass einer für die Hauspost zuständig ist und der zweite für alles andere. Das geht nicht, aber es kann durchaus, ich sag mal, unterschiedlich große Dezernate geben. Das ist derzeit auch der Fall. Das Dezernat des Bürgermeisters, ich sage, ist vom Umfang her wesentlich größer als das vom Stadtrat. Vielleicht noch ein wichtiger Hinweis an unsere Zuhörer, Zuschauer, die Versammlung, die Stadtverordnetenversammlung am kommenden Donnerstag findet um 18 Uhr statt, ist öffentlich und wird auf Radio Rüsselsheim übertragen. Habe ich was vergessen jetzt? Nein, das war alles richtig. Vielleicht noch eine Ergänzung. Was ganz spannend ist, ist, wie die Wahlen ablaufen. Ich habe ja gesagt vorhin, es kann bis zu 3 Wahlgängen geben. Zwischendrin bei Stimmengleichheit, bei mehreren Kandidaten kann es auch zu einem Losverfahren kommen. Es ist ein bisschen komplex. Ich will es nur versuchen, den wesentlichen Aspekt zu nennen. Bei den ersten beiden Wahlgängen ist es so, dass der Kandidat gewählt ist, der die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Ist das zum Beispiel im ersten Wahlgang, wenn es, nehmen wir mal ein Beispiel, 3 Kandidaten gibt, keiner der Kandidaten erhält die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, dann kann es einen zweiten Wahlgang geben. Dort kommen dann die 2 Besten rein. Bei Stimmengleichheit, nehmen wir mal an, einer hat, ich sag jetzt mal 20 Stimmen, ja, die anderen beiden haben beide 10, dann muss zwischen den beiden mit 10 Stimmen gelost werden. Dann kann es einen zweiten Wahlgang geben, da gilt dasselbe mit den 2 Besten. Und wenn es dort auch nicht mit diesem Verfahren klappt, dann gibt es einen dritten Wahlgang, dort reicht aber die einfache Mehrheit, Nein-Stimmen werden dann nicht mehr gezählt. Also es ist nicht ganz einfach, ganz tricky und lassen wir uns mal überraschen, wie es läuft. Jens, vielen Dank. Nächsten Donnerstag Stadtverordnetenversammlung anschauen, hingehen. Es wird spannend. Ja. Vielen Dank, Achim Wander.